Hallo zusammen, wir wollten heute spontan noch einen Vortrag, der nicht ganz in das Thema vom Open Infrastructure passt, aber trotzdem hier gehalten wird, einschieben, weil der Vortrag von Markus Becketal ausgefallen ist. Kommunikationsstandards im Gesundheitswesen ist ein recht spannendes Thema, was jeden von uns betrifft, weil jeder von uns früher oder später mal zum Arzt gehen muss, ins Krankenhaus kommt und da werden seine Daten von A nach B transferiert. Und ich will einen kurzen Überblick geben heute über die Standards, wie Daten im Gesundheitswesen kommuniziert werden. Hintergrund der Motivation ist, ja, Healthcare-IT ist eine Nische innerhalb der IT-Welt, von der relativ wenig Leute ja, wissen, dass sie existiert. Innerhalb der Healthcare-IT-Welt wird ein wichtiger Fokus auf Sicherheit gelegt, und zwar im Kontext von Patientensicherheit und nicht von Security. Man hat ja die Ambivalenz zwischen Sicherheit für Patienten und der Security der Software. Die Software bzw. IT-Software unterliegen auch regularischen Bedingungen und Vorgaben, unter anderem der Medical Device Directive oder dem Medizinproduktegesetz in Deutschland. Weitere Motivation ist, dass es Krankenhäuser gibt, die ab kommendem Jahr unter die IT-Kritis fallen, also zu kritischen Infrastrukturen erklärt werden. Das sind insbesondere Krankenhäuser, die eine gewisse Fallzahl, also viele Patienten pro Jahr, behandeln. Ein weiterer Punkt ist die ab Mai in Kraft tretende EU-Datenschutzgrundverordnung und ja, das immer stärker zunehmende Patient Empowerment. Unter Patient Empowerment versteht man sozusagen, dass immer mehr Patienten in Krankenhäuser oder in Arztpraxen kommen und gerne ihre Daten haben wollen, um die Patienten, ja, die Patienten werden einfach interessierter an ihren Daten und haben auch das Recht dazu, die Daten einzufordern. Infrastrukturell ist nicht jedes Haus dazu in der Lage. Wieso sieht so ein Kommunikationsfluss in einem Gesundheitswesen aus? Im Krankenhaus typischerweise hat man immer ein patientenführendes System. Das nennt sich Krankenhausinformationssystem oder Hospital Information Center System. Es ist vergleichbar mit einem SAP in einem normalen Betrieb. Typischerweise, SAP wird unter anderem auch dafür verwendet. Dann hat man irgendwie so einen Kommunikationsserver, Enterprise Service Bus, der nimmt die verschiedenen Kommunikationsstränge auf in den Häusern, harmonisiert diese und gibt diese weiter an andere Systeme, beziehungsweise wandelt die Formate einfach zwischen den einzelnen Systemen um. Weitere Systeme sind jetzt auf einer Ebene, zum Beispiel ein Radiologie-Informationssystem, was stellvertretend ist für alle Informationssysteme der einzelnen Fachabteilungen. Oder ein weiteres System daneben, was wichtig ist, ist ein PACS, was so das Bildarchiv von einem Krankenhaus ist, was so Picture Archiving Communication System ausgeschrieben heißt. Und neben den zwei, das sind so die wichtigsten, gibt es noch weitere Subsysteme pro Fachabteilung. Genau. Die Besonderheit von einem RIS und einem PACS ist, dass sie direkt mit medizinischen Geräten sprechen, also zum Beispiel mit dem CT-Geräten, MRT-Gerät, Röntgengeräten, Ultraschallgeräten oder auch Geräten, die für Eingriffe in den menschlichen Körper benutzt werden. Und die PACS-Systeme werden auch noch zur Bildkommunikation verwendet, weil sie ja das Archiv sind, wo die Bilder lagern, zum Beispiel zur Kommunikation mit anderen Krankenhäusern, mit anderen Systemen, aber auch zum Beispiel als Zuweiserportal im Internet für die Zuweiser, die Patienten in größere Häuser überweisen. Deshalb gibt es Installationen, wo kommt es auch vor, dass diese mehr oder weniger indirekt im Internet stehen. Genau, um mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sowas in Real Life aussieht, hier ist eine Systemübersicht eines Universitätsklinikums, so mit 1400 Betten. Man sieht hier, das mittlere ist der Kommunikationsserver, der so die zentrale Komponente ist. Außenrum hat man als führendes System das KISS-System, wo die Patientendaten gemanagt werden. Weitere wichtige Systeme, unter anderem RIS-PACS-Systeme und die ganzen Subsysteme außenrum, die alle miteinander kommunizieren. Genau, das ist ein Universitätsklinikum im Norden von Baden-Württemberg. Ist recht spannend, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie die Daten fließen.
Genau. Um ein besseres Gefühl noch dafür zu bekommen, was für Daten überhaupt anfallen, würde ich gerne mal kurz den Workflow in der Radiologie vorstellen, weil es irgendwie ein sehr anschaulicher Workflow ist, der so ziemlich alles beinhaltet. Also typischerweise kommt ein Patient in ein Krankenhaus, er wird dort aufgenommen, gibt erstmal seine Patienten, bei der Aufnahme werden seine Patientendaten aufgenommen und in das Hospital Information System und Krankenhausinformationssystem eingegeben. Von dort, unser Patient, der jetzt aufgenommen wurde, soll irgendwie eine radiologische Untersuchung bekommen. Er soll irgendwie ein Röntgenbild bekommen von seinem rechten Arm beispielsweise. Nach der Aufnahme wird von dem Krankenhausinformationssystem an das Radiologieinformationssystem übermittelt, hey, Patient XY ist jetzt da und er soll bitte folgenden Auftrag bekommen. Damit gehen auch alle Patientendaten an das andere System. Genau, das ist der automatische Workflow. Wir sind jetzt hier unten. Und diese Daten, die in dem RIS-System sind, werden dann typischerweise manuell automatisiert an die Modalität, also das Röntgengerät, übermittelt. Und von dort aus dann wandern die Daten auch in das PACS-System, wenn die Aufnahme gemacht wurde. Würde es den Workflow hier unten rum nicht geben, müsste die Schwester den Patienten an der Modalität direkt manuell eingeben, was auch relativ fehleranfällig ist, wo auch zum Beispiel auf Basis von der Patienten-ID oder Patientennamen viele und Geburtsdatum, Zahlendreher passieren und einfach die Datenqualität nicht so stark ist. Genau. Nachdem die Bilder dann in dem PACS-System gemacht wurden, werden sie ins PACS-System gesendet und dort archiviert und befundet. Und nach Eingang im PACS-System der Bilder gibt es typischerweise nochmal eine Notification an das RIS-System, Radiologieinformationssystem. Hey, ich habe jetzt das Röntgenbild erhalten, die Aufnahme wurde gemacht von dem Patienten und damit wird der Auftrag praktisch in dem Radiologieinformationssystem abgeschlossen und das Radiologieinformationssystem gibt diese Information auch an das Krankenhausinformationssystem weiter, dem dann auch Abrechnungszwecke zugrunde liegen, damit der Fall auch abgerechnet werden kann. Fangen wir mal an mit es gibt sehr viele verschiedene Standards, wie es im Gesundheitswesen diese Daten kommuniziert werden. Die zwei größten davon sind HL7 und DICOM, die weltweit eingesetzt werden. Im deutschen Markt gibt es noch einen Standard, der unter dem Namen XDT bekannt ist. Das X steht entweder für A, für Abrechnungsdaten, für B, für Behandlungsdaten oder G, für Gerätedaten. Es gibt noch ein L für Labordaten. Dieser Standard wurde von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung spezifiziert. Da sieht man schon, das ist, die haben jetzt nicht, kommen nicht aus der IT-Welt und haben so einen Standard spezifiziert. Ja, er wurde spezifiziert für den Austausch auf Datenträgern. Früher lief es zum Beispiel so, dass am Ende eines Quartals per Diskette die Daten per Post zur Krankenkasse geschickt wurden, damit eine Arztpraxis die Behandlungsdaten abrechnen kann. Genau. Wie sieht so ein Format aus? Es ist eine Plaintext-Datei, die kodiert ist. Am Anfang steht immer, die ersten drei Stellen definieren die Feldlänge. Danach folgen vier Stellen, die den Inhalt des Feldes kodieren. Und danach folgt der Payload. Diese Datei ist dann je nachdem, also eine Datei ist dann ein Patientenkontext, einmal Abrechnungsdaten, einmal Gerätedaten, einmal Behandlungsdaten oder Labordaten. Digitale Signaturen oder Verschlüsselungen vermisst man an der Stelle aus Datenschutzgründen. Genau. Welche Standardsinitiativen trifft man noch im Gesundheitswesen an? Einmal ist das global das Health Level 7 oder HL7, das ist zum Austausch von administrativen Daten, von Behandlungsdaten, Abrechnungsdaten. DICOM ist ein Standard für Digital Imaging and Communication in Medicine. Das umfasst alles, was irgendwie mit Bilddaten zu tun hat. Die Bilddaten werden in einem solchen Format abgespeichert und abgelegt. Daneben gibt es noch eine trifft man noch viel auf den Begriff IHE, Integrating Healthcare Enterprise. Im Grunde ist das eine Instanz, ein Verbund zwischen Herstellern und den Anwendern, die unter Anwendung von HL7 und DICOM die
versuchen, Workflows zu definieren und vorgeben, wie hat man HA7 zu benutzen und DICOM zusammen zu benutzen, damit man Workflow XY abbilden kann. Das Ganze nennen sie dann Profile. Im Kontext der IHE gibt es auch noch XDS. Das X steht an dieser Stelle für Cross-Document Sharing. Das XDS, das ist ein Austausch von Patientendaten auf Basis von XML zwischen verschiedenen Entitäten und Leistungserbringern. Schauen wir uns einmal HL7 an. HL7 ist der weltweite Standard für den Austausch von administrativen Daten in Kliniken. Er beinhaltet den Austausch von demografischen Daten, von Dokumenten, Planung von Untersuchungen, Laborbefunde, Abrechnungsdaten, Material, Lagerverwaltung etc. Genau, und der Standard definiert sowohl Daten als auch Nachrichtentypen. Also Datenformat und der Nachrichtentyp werden von dem Standard definiert. Der Standard wurde Ende der 80er hat die Entwicklung angefangen. In den frühen 90ern ein Rollout. Seit 97 ist es OSI-Standard. Was wichtig ist, und dann 2005 wurde HL7 Version 3 released, 2014 HL7 Version 2.81. Wie man da schon sieht, HL7 V3 2005, 2014 2.81. HL7 V3 hat sich in der Praxis leider nie wirklich durchgesetzt, ist ein auf XML basierender Standard. HL7 2 ist so der de facto Standard im deutschen Gesundheitswesen und auch europäischen Umfeld findet man eigentlich ausschließlich HL7 V2 Anwendungen und die Versionsnummern dahinter unterscheiden einfach nur, es sind die gleichen Nachrichtentypen und man macht nichts anderes als weitere Daten einfach hinten dran zu schreiben. Dazu kommen wir gleich. Was zurzeit noch in einer Trail-Implementation ist seit 2017 HL7 FHIR. Es wird als Nachfolger von HL7 V3 gehandelt zurzeit und es soll so eine Abstraktionsschicht einziehen, um HL7 und die Kommunikation auch auf mobile Geräte zu ermöglichen und basiert auf REST-Schnittstellen und XML-Daten. Hauptsächlich. Schauen wir uns mal HL7 V2X genauer an. Wie so Nachrichten aussehen. Die Nachrichten werden prinzipiell, können sich als Textfile vorgestellt werden, die eine gewisse Struktur haben. Am Anfang einer Nachricht steht immer ein MSH-Segment. MSH steht für den Message Header. Also die Zeilen werden als Segmente bezeichnet und jedes Segment hat eine eindeutige ID, die immer am Anfang steht. In dem MSH-Segment am Anfang wird noch definiert, wie die Nachrichten aufgebaut sind. Und zwar in dem zweiten Feld werden die Trennzeichen definiert in der Reihenfolge, die für die einzelnen Textfelder verwendet werden. Genau. Und danach kommen noch Informationen, von welchem System an welches System werden die Daten geschickt. Irgendwie Zeitstempelinformationen, um was für eine Art von HL7-Nachricht handelt es sich. Und noch eine eindeutige Message-ID. Genau. Weitere Segmente sind zum Beispiel ein PIT-Segment, das enthält so Patienten, demografische Daten, Geburtsdatum, Patienten-ID, Geschlecht, Patientenname, Angehörige, Adresse etc. Genau, das PV1-Segment ist so ein Segment, was Falldaten enthält typischerweise, was ist der behandelnde Arzt, wer hat den Patienten überwiesen in die Klinik, auf welcher Station liegt der Patient etc. Und es gibt noch weitere Segmente, die je nach Anwendungstyp dann verschiedene Informationen enthalten können. Genau, der konzeptuelle Ansatz von HL7 ist, dass es Trigger-Events gibt. Also es gibt Trigger-Events und Transaction-Sets in dem Standard. Trigger-Events erfordern immer einen Daten... Also die Trigger-Events basieren auf der Idee, es gibt ein Event in der realen Welt. Dieses Event erfordert einen Datenfluss an ein anderes System.
Und diese Kommunikation wird als Trigger-Event bezeichnet. Zum Beispiel wären, ein Patient wird aufgenommen, eine Untersuchung für einen Patienten wurde geplant oder es gibt Updates zu einem Patienten. Es kann ja auch sein, dass ein Patient irgendwie für morgen geplant ist und dann am morgigen Tag anruft und sagt, hey, ich kann leider nicht kommen, können wir den Termin verschieben? Dann muss es das Event geupdatet werden. Oder ein weiteres Szenario wäre, dass ein Patient kurzfristig vor einer OP nochmal irgendwie doch die OP abgebrochen wird oder ein anderes Untersuchung bekommt, weil irgendwas vielleicht auch falsch erfasst wurde. Weitere Informationen wären auch zum Beispiel, wenn Material für einen Patienten verbraucht wurde und für Abrechnungszwecke. Die Transaction Sets gruppieren verschiedene Trigger-Events, zum Beispiel in dem Kontext für Patientenmanagement, für Materialmanagement und für die Planung von Aufträgen. Genau, wichtig an dem Punkt ist, dass Trigger-Events immer das Versenden einer Nachricht an ein anderes System aussenden und mehrere Trigger-Events in Transaction-Sets zusammengefasst sind. Die wichtigsten HL7-Nachrichtentypen sind ADT A08 und A40. ADT A08 ist ein Patienten-Update, ADT A40 sind ein Patient-Merge. Das heißt, ich habe zwei Patienten, die irgendwie ein Herr Meier und ein Herr Meier heißt dann, wurde umbenannt in Herr Müller oder hat eine andere ID, weil er schon beim System vorhanden ist. Dann kann man mit einer A40-Nachricht zwei Patienten zusammenführen. An der Stelle wäre es mal ganz lustig, einen Broadcast von A40-Nachrichten in Krankenhäusern zu machen und vielleicht mal über komplette Patienten-ID-Stämme zu iterieren. Genau, ORM O01-Nachrichten sind so typisch, was wir vorher in dem Beispiel hatten, Beauftragungen für eine Untersuchung zum Beispiel an ein Röntgengerät zu übermitteln, dass Herr Meier jetzt eine Untersuchung bekommt. Die Daten werden typischerweise unverschlüsselt übertragen. Es gibt so gut wie keine Authentifizierung zwischen Sender und Empfänger in den Häusern und die vielen Subsysteme halten an diversen Stellen Logs von dem vollständigen HL7-Datenstrom vor, der auch patientensensible Daten enthalten kann. Genau, schauen wir uns kurz einen Blick auf DICOM, auf die andere Seite, nachdem die Bilder erzeugt werden. DICOM ist der weltweite Standard für medizinische Bilddokumentation. Er spezifiziert die Datenstrukturen sowie die Netzwerkdienste. Darunter werden spezifiziert die Bildübertragung, das Drucken, auch Workflow-unterstützende Sachen, zum Beispiel eine Kopplung zwischen einem Radiologieinformationssystem und einem PACS. Es gibt Anwendungsprofile für den Austausch von Daten per Datenträger. Im Grunde beschreiben diese Anwendungsprofile, wie hat man einen Daten auf einer CD oder einem Datenträger abzulegen, damit die von einem anderen System in einem anderen Krankenhaus wieder eingelesen werden können. Weiterhin wird spezifiziert eine strukturierte Befundung, wie Befunde in der Radiologie oder in anderen Sachen strukturiert sein müssen, damit sie maschinenlesbar sind und damit sie auch wieder von anderen Systemen verwertet werden können. Der DICOM-Standard selbst umfasst so etwa mittlerweile so irgendwas zwischen 12.000 und 15.000 Seiten DIN A4, wenn man ausdrucken würde. Also ein recht komplexes Werk. Der DICOM-Standard, den gibt es nochmal identisch in dem Namen DICOM-Kunde. Da handelt man statt Patientendaten, handelt man da irgendwelche Industrieinformationen. Also im Grunde, es gibt in der Industrie den Workflow, dass man zum Beispiel Pipelines regelmäßig röntgen möchte für Materialprüfungen in dem Bereich. Und so eine Pipeline hat jetzt keine Patienten-ID, keinen Namen und kein Geburtsdatum. Da ist es dann halt eher eine Seriennummer. In den einzelnen Feldern unterscheiden die sich. Aber im Grunde technisch ist es ein sehr ähnlicher Standard. Wie ist DICOM entstanden? DICOM ist recht alt, er ist irgendwie Anfang der 1980er Jahre entstanden, im Rahmen vom amerikanischen Militär und der amerikanischen Radiologenvereinigung, als Standard für, um Daten auf Magnetband abzulegen.
Der DICOM-Standard, wie wir ihn heute nutzen, wird unter dem Namen DICOM 3.0 gehandelt und ist seit 1991 eigentlich unverändert aktiv. 2006 wurde er als internationaler ISO-Standard aufgenommen. Der DICOM-Standard hat besondere Eigenschaften, und zwar die wichtigste Eigenschaft davon ist die Abwärtskompatibilität. Im radiologischen Umfeld im medizinischen Umfeld setzt man Patienten Röntgenstrahlung aus. Röntgenstrahlung ist, sollte man als Patient nicht zu viel abbekommen. Außerdem ist es, grenzt es an Körperverletzung, wenn man einen Patienten zu oft röntgt. Es gibt daher gewisse Archivierungspflichten auch für die radiologischen Untersuchungen. Das kann bis zu 30 Jahre betragen. Daher ist es auch wichtig, dass Bilder, die vor 30 Jahren gemacht wurden, heute noch lesbar sind. Genauso, wenn man den Standard sehr streng nimmt, müssten Bilder, die heute gemacht werden, auch auf Rechnern und Geräten lesbar sein, die vor 30 Jahren gebaut wurden. Was aufgrund der Dateigröße recht spannend werden könnte, aber rein vom Standard her müsste es möglich sein. Typische Archivgrößen in deutschen Kliniken oder europäischen Kliniken sind in 2017 irgendwas so zwischen 20 bis 100 Terabyte pro Krankenhaus, die da im Archiv rumliegen. So einzelne DICOM-Objekte können bis zu 4 Gigabyte groß sein, zum Beispiel Tomografien. In der Pathologie sind einzelne Objekte bis zu 40 Gigabyte groß. Einfach mal um da... Wer von euch fotografiert, der kennt das zum Beispiel, wenn er RAW fotografiert, sind die Daten erheblich größer, und ähnlich kann man sich das im DICOM-Format vorstellen. Genau, DICOM, das Format ist eine Art, man kann es sich für eine Art Container für Bilddaten und Informationen vorstellen. Es werden auch Dokumente mittlerweile in DICOM gepackt, zum Beispiel PDF-Befunde für radiologische Untersuchungen. Jedes Objekt ist durch eine eindeutige UID weltweit oder sollte durch eine UID weltweit eindeutig identifizierbar sein. Und in dem DICOM-Objekt, in dem Header, finden sich Informationen zu Patienten, zu dem Untersuchungsdatum und was wurde untersucht, auf welchem Gerät, mit welcher Softwareversion wurde das Bild erstellt, etc. Was man aus der Fotografie unter den EXIF-Daten zum Beispiel vergleichbar kennt. Genau, das Upper Layer Protokoll ist so eine Spezifikation von einem Dienst in DICOM. DICOM wurde zu einer Zeit entwickelt, da hatte sich TCP/IP noch nicht durchgesetzt, deshalb haben die ziemlich vieles selbst gemacht, selbst erfunden, was sie dann nach TCP/IP portiert haben. Und ihr ganzes Kommunikationslayer setzt halt dann überhalb von TCP/IP auf. Genau. Das Upper Layer Protokoll sieht den Nachrichtenaustausch vor. Dann gibt es Upper Layer Services und darunter gibt es dann die TCP-Kommunikation auf Basis des Netzwerkes. Genau. Was ich vorher noch sagte, kurz angerissen hatte, ist der IHE XDS-Standard. Es ist so Cross-Enterprise Document Sharing. Für den Austausch von Dokumenten zwischen Einrichtungen und Praxen ist ein Standard, der auf OASIS EBXML basierender Standard ist. Authentifizierung erfolgt via SAML oder XA CML. Der Standard sieht vor eine zentrale Abfragestelle, also so ein Repository, der die Informationen hat, dass an Standort A oder in dem System die Informationen, an dem System die Informationen zu einem Patienten liegen. Und die einzelnen Daten werden in dezentralen Repositories vorgehalten. Der Standard ist aktuell im Feld noch nicht so weit verbreitet. Aktuell gibt es recht viele Modellprojekte und er ist gerade noch so am Entstehen, aber kurz vor der Nutzung und dem Rollout in der Praxis. Ja, das wäre es so kurz mit meinem Überblick über die Kommunikationsstandards im Gesundheitswesen. Habt ihr Fragen? Eine Frage. Sind das alles offene Standards? Sind das geschlossene Standards? Muss man die lizenzieren? DICOM ist ein offener Standard, der komplett auch vollständig lesbar im Internet zu finden ist. Auf der Seite der NEMA, den Link kann ich dir nachher gerne geben. Die HL7-Standard ist de facto ISO-Standard, der gekauft werden muss, beziehungsweise ist ein geschlossener Standard.
Wer evaluiert die Implementationen? Es gibt, in welchem Kontext evaluiert? Naja, also ich sag mal, da kommt jetzt irgendein Anbieter, baut irgendeine Software, die wahlweise Daten generiert oder eben auch Daten auswertet, die in so einen Flow mit eingebunden werden soll. Also beispielsweise, da kommt jetzt jemand und baut ein medizinisches Gerät, was Daten erzeugt. Mhm. Und dieses Gerät fragt halt beispielsweise an, nehme ich jetzt mal an, irgendwas zu dem Patienten, irgendeine ID, zeigt den Namen an, damit er sicher ist, dass auch wirklich, sag ich jetzt mal, Frau Gerda Müller da ihren Arm reinsteckt für das Blutdruckmessen oder was auch immer jetzt stattfindet. Und die Daten, die dann ermittelt werden, gehen dann zurück ins System. So stelle ich mir das jetzt vor. Und irgendwer muss ja dafür sorgen, dass die Daten korrekt gepasst werden. Das ist vielleicht doch die Sache, okay, was für ein Risiko besteht, aber dann die Daten, die kommen, was ist, wenn dieses Gerät nun aus welchem Grund auch immer da irgendwelche Injections versucht, weil so wie der Standard jetzt aussieht, scheint es mir so, als ob man da durchaus kreative Dinge mit tun könnte. Also für DICOM, wir waren jetzt sehr oberflächlich, für DICOM ist es vorgeschrieben, wenn man DICOM-konform sein möchte, gibt es sogenannte Conformance Statements. Als Hersteller geht man hin und muss ein Dokument mit seinem Gerät mitliefern. Wir nutzen den DICOM-Standard so und so und wir können folgende DICOM-Dienste nutzen. Und die Objekte, die wir rausfallen, enthalten übrigens folgende Informationen. Im DICOM gibt es da gewisse Pflichtfelder, die immer gefüllt sein müssen. Es gibt optionale Felder. Spannend wird es bei den optionalen Feldern. Da ist halt die Frage dann, ob die Trittsoftware oder die andere Software auf der Gegenstelle die interpretieren muss oder nicht. Aber um die Workflows abzubilden, sind im DICOM eigentlich alle Informationen enthalten. Und der DICOM-Standard schreibt sich auch aus, wird von einer Gruppe von Standardkomitees, von Universitäten und von Herstellern zusammen fortgeschrieben und von Anwendern. Bei der HL7-Seite ist es eine gute Frage. Der Standard wird vorgegeben und hauptsächlich geschrieben, auch durch die IHE. Vom Standard vorgesehen gibt es keine so Conformance Statements analog zum DICOM. Es wird aber gemacht, weil sich die Conformance Statements im DICOM etabliert haben. Das findet man dann meistens auch unter dem Namen HL7 Conformance Statement oder IHE Conformance Statement. Das sind so Dokumente, die beim Kauf von der Software im Krankenhaus zum Beispiel beachtet werden sollten, die man sich da anschauen müsste. Was kann dieses Gerät, was kann diese Software? Passt die überhaupt bei uns rein? Es wird über die Ausschreibung dann geregelt. Und das sind dann externe Dienstleister, die diese Tests anbieten, in Form einer Zertifizierung? Oder da gibt es irgendwie ein Gremium mit, ich sag mal, bestellten Einrichtungen, die das dann dürfen? Oder wie läuft das? Also so ähnlich wie bei CE-Conformancy Complaint und so. Ne? Im Gesundheitswesen gibt es zwei Sachen. Entweder man baut irgendwelche Software, die kein Medizinprodukt ist, aber mit dem Rest der Welt in der medizinischen Welt sprechen möchte, dann kann der Hersteller sagen, ja, wir können folgende Sachen und dann, wenn er das System bei sich integrieren möchte und es die folgenden Sachen nicht kann, dann muss der Kunde aktiv werden. Im Kontext von DICOM und medizinischen Geräten unterliegen die Zulassungen als Medizinprodukt. In dem Rahmen müssen die hauptsächlich so Risikokontrollmaßnahmen, Risikobewertungen durchführen. Und auch die Conformance Statements machen und als Medizinprodukt, ein CT-Gerät, was nicht mit der Außenwelt kommunizieren kann, braucht man heutzutage nicht mehr bauen, weil man die Daten nicht mehr los wird und es einfach nicht im Workflow braucht. Aber es obliegt den Kunden. Genau, mit solchen Zertifizierungen. Ich habe mal lange Zeit für ein Universitätsklinikum gearbeitet und da war dann auch das Problem, die Software war für eine gewisse Umgebung zertifiziert. Zum Beispiel für eine Java-Version 1.3. Das durfte man nicht aktualisieren, weil man sonst quasi das ganze Produkt in einem nicht zertifizierten Modus betrieben hätte. Auf der anderen Seite war Java 1.3 schon zum damaligen Zeitpunkt weit out of date und out of support und hat uns ganz viel Kopfzerbrechen immer bereitet. Das ist in der Tat in der Praxis ein Problem. Software, die als Medizinprodukt ist, darf regulatorisch nur so betrieben werden, wie sie vom Hersteller getestet und freigegeben wurde, weil da Risikokontrollmaßnahmen und große Prozesse ran sind. Rein rechtlich nach dem Medizinproduktegesetz, wenn man daran Veränderungen vornimmt, ist man als Betreiber in der Pflicht, dieses Produkt neu zuzulassen.
ein Krankenhaus kann natürlich nicht so eine Software, die es von Dritten eingekauft hat, neu zulassen. Deshalb ist das dann auch Verantwortung des der IT beziehungsweise ja, desjenigen, der die Anpassung vornimmt. Noch weitere Fragen? Gibt es denn Bestrebungen bei der Inter-Krankenhaus-Kommunikation, da für mehr Datensicherheit zu sorgen oder für Authentifizierung? Also du hast ja vorhin gesagt, dass es bei der Kommunikation zwischen den Krankenhäusern, wenn die also Patientendaten verschicken, dass es da so gut wie keine Sicherheit gibt. Ich habe nicht gesagt, dass es bei der Kommunikation zwischen den Krankenhäusern so gut wie keine Sicherheit gibt. Was jetzt in meinem Vortrag die Anwendung der Standards bezog sich primär auf die Kommunikation krankenhausintern, wo die Annahme im Gesundheitswesen ist, dass man sich in einer gesicherten Umgebung befindet und das alles. Ja, man muss auch sehen, wer ist heutzutage in Krankenhäusern IT-Leiter? Das sind viele, die früher im Archiv saßen und dann irgendwann mal einen Computer vor die Nase gedrückt bekommen haben und ja, jetzt sind sie IT-Leiter. Das Gesundheitswesen ist da in meiner Wahrnehmung, persönlichen Wahrnehmung, etwa so 10 Jahre hinter dem Rest der IT-Welt hinterher und es gibt viele Prozesse, die sehr träge sind. Aber wenn jetzt Patientendaten zwischen Krankenhäusern ausgetauscht werden, da gibt es schon irgendwie Sicherheit, Datensicherheit, Schutz, Datenschutz, irgendwie. Hauptaustausch basiert zurzeit auf Datenträgern, gerade bei radiologischen Daten, indem du dem Patienten eine DVD in die Hand drückst und der die mitnimmt. Ja, okay. Bei Zuweiserportalen etc. Ja, sollte es solche Audits geben. Gut. Dann vielen Dank fürs Zuhören.